Der, wo wir vorher gelesen haben. Achso. Nein, nein, es geht nicht. Wir sind schon The Phantom of Cedar Steel. Jetzt spielen wir rein. Warum brauchen Sie so lange? Ich dachte, wir haben vor dem Dreh noch ein Produktionsmeeting. Der Van ist schon beladen. Kakalulu. Was? Im Kopf. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Frauen es nicht mögen, wenn Männer sich über ihre Pünktlichkeit aufregen. Sie fühlen sich kontrolliert. Du musstest das lesen, um das zu wissen? Ich dachte nur, du findest die Info hilfreich. Ich will Chris nicht kontrollieren. Wir haben nur viel zu tun. Ah. Die kommt jetzt mit einem neuen Mann. Das wird dich vielleicht kontrollieren. Aufgeregt. Hey, genau richtig! Gehen wir ans Werk! Smushi, smushi. Was? Nichts, nichts, nur verhalte dich unauffällig. Bonnie schnüffelt herum. Sagt er jetzt, nachdem er Urlaub schreit? Sind alle bereit für das Produktionsmeeting? Vor uns liegt eine große Nacht. Leute, also echt, meine Gedanken rasen gerade mit Lichtgeschwindigkeit. Warum fragt niemand, wusstet warum ihr, der andere Typ dass die ist? Bibliothek jeden Zeitungsartikel hat, der je geschrieben wurde? Total irre, da steht alles drin. Nein. Erzähl mehr. Ich war quasi den ganzen Tag da und las jedes Detail über Frank Stone, das Stahlwerk, die Morde. Das hier ist eine verdammte Goldgrube. War wohl ein produktiver Tag. Und ja, ich hatte Hilfe von meinem Assistenten. War mir eine Ehre. Aha, wer ist dieser Robert? Oh, da fällt mir ein. Da du jetzt ein offizielles Teammitglied bist, musst du ein T-Shirt tragen? Team-Outfit. Wow. Das ist. Echt schier. Das ist ja toll. Eine echte Ehre. Besser als ein Baldo-Shirt. Diese Ehre will natürlich verdient sein. Ich verspreche, ich werde der beste Hilfsproduzent aller Zeiten. Komm, jetzt zieh dich vor allen aus. Zeig mir deinen Sixpack. Produktionsassistent. Ja, ja, klar. Schau mal. Was zum Animieren? Nein. Achso, das, was sich auszieht. Halt, wo ist Sheriff Green? Ja, also, Dad war nie besonders gut darauf zu sprechen. Der Fallensteller. Er hat den Kerl doch erwischt? Ja. Und Sheriff Kusich hat den Ruhm eingeheimst. Die Leute hier wussten, was los war, aber... Lass mal sehen. Das ist ein 10-Jahres-Rückblick. Da stehen allerlei grausige Details, die noch nie in der Presse waren. Und Dad wurde auch etwas mehr Das ist eine echt große Sache. Wir drehen unseren Film genau da, wo alles passiert ist. Hm. Besser wird's nicht. Unbehaglich, ja. Die waren echte Opfer, Mann. Das ist so True Crime, Alter. Das vergessen die Leute auch zum Beispiel Stones Opfer waren. True Crime. Damare. Echte Menschen? Dahmer. Das war ein echter Mensch. Henry Dahmer. Ja. Und? Jeffrey Dahmer. Ich weiß nicht. Es ist eine Sache, darüber zu reden, aber eine andere, ihr Bild anzusehen. Mhm. Und das ist plötzlich ein Problem für dich? Ja. Mhm. Es ist kein Problem, nur etwas seltsam. Du warst noch wild entschlossen, als ich herkam. Was ist los, Mann? Nichts. Ich will nur nicht irgendwelche Opfer ausnutzen oder so. Wir nutzen hier nicht Stones Opfer aus. Ich will nur das Potenzial unseres Drehorts voll ausschöpfen. So macht man einen guten Film. Soll ich dir Ausdrücke hier? Es ist schon... Sehen, dass du verstehst nicht, worum es geht. Es geht nicht um Stahlwerk. Wo ist das Problem? Findest du dich nicht ein wenig zu begeistert von allem, was dort vorgefallen ist? Jaime, wenn du das wirklich so schlimm findest, dann bleib gerne zu Hause. Boah. Chris? Er ist die Nummer 1 in der Dispo. Was heißt das? Er hat die Hauptrolle. Ohne ihn gibt's keinen Dreh. Ja, weiß ich. War nur ein Witz. Ist doch klar. Das haben wir... Ja, klar. Ja, Robert und ich suchen im Stahlwerk nach weiteren Drehorten, die mit Stone zu tun haben. Dann werde ich diese Sache durchziehen. Egal um welchen Preis. Okay. Egal zu welchem Preis. Mhm. Wofür Leute, ich bin eine starke Frau. Entschuldigung. Chris Bessner macht dir Sorgen. Okay. Allgemein, diese Besessenheit mit so viel Horror. Was ist denn da in den 80ern? War da so viel Horror in den 80ern? Das Ding...
Ermittlungen von Frank Stone. Wir suchen nach allen Hinweisen. Journalisten kriegen nicht genug von Frank Stone. Eine Verbindung zu Frank Stone bestehen könnte. Das Stahlwerk ist ziemlich groß. Von seinem Mord in Stahlwerk Frank Stone bereits mehrere Menschen getötet. Definitiv möglich. Also vorher war er schon ein Mörder. Aber halt so ein normaler Mörder. Ich frage mich, ob Linda mit dem Stone-Zeug zurechtkommt. Das ist ein nicht normaler Mörder. Oder was ist das? Sieh dir das an. Düstere Herbstprognosen fürs Stahlwerk. Wir hören nicht Bolli, aber ich freue mich. Nein, aber es geht um die Einstellung der Arbeiter. Leute waren depressiv. Doch, doch. Es gab Selbstmorde. Im Stahlwerk? Nicht direkt, aber Tom Holt Interview. Von Leuten, die da gearbeitet haben oder entlassen wurden. Verdammt. Das war ein, zwei Jahre vor Beginn der Morde. Klingt nicht gerade nach einem netten Ort für eine 12-Stunden-Schicht. Es gibt mehrere solcher Artikel. Oracle of the Universe. Das Werk Omniverse. War auf dem absteigenden Ast. Ah, Omniverse. Aber keine Rede Guru von Frank. Guru Connor Barnum. Ich weiß nicht. Es hängt Schauen wir mal zusammen. Rein, was in diesem Guru-Buch Mit steht. Mit ihm. Damit, wie er war. Habe ich lackierte Nägel? Warum er das alles getan Nein. hat. Der... Ah, schau mal. Das ist deine Expertenmeinung. Enkidu-Effekt. Ist nur ein Gefühl. Das war von Gamesh. Gilgamesh. Schaut, ich kenne mich so aus mit Gilgamesh und Enkidu, weil Na, sag die mal. Kenner hier mit die Fate schauen. Fate. Ah, ich habe mich umgeblättert. Ich habe nicht umgeblättert. Ich weiß nicht, was alles Guru Ubudubu sagen will. Ein Buch, in dem behauptet wird, dass es mehrere Versionen von Menschen und Objekten in unterschiedlichen Realitäten gibt. Also du meinst das Multiversum. Sind wir hier bei Star Wars? Nein, Becky, das ist Marvel. Egal. Schauen wir mal. Omniverse? Enkidu. Enki-denki-dinki. Da kommt jetzt ein grünhaariger, hübscher Mann. Da? Denke ich nicht. Nein, da kommt zuerst kommt irgendwas Hässliches. Schau. Und dann? Da ist einmal so hässlich. Oder hässlich, hässlich. Und dann so Anime. Und ich kenne halt den Anime. Enki-denki-minki, abumsdose-dinki. Aber ich glaube, die waren kennen-gay. Wir haben nichts mehr. Da, schau. Sorry. Vielleicht waren die einfach nur Bros. Ja, das ist immer was. And they were really good friends. Und dann die ärgste Love Stories, wenn ich immer so, so. Und die waren richtig gute Freunde. So ist es immer bei diesen Geschichten. Mördermädel. Was steht da? Short? Ja, das ist die Dings. Deine Augen sind wie so Zoom. No more edits. Let's go Film. Film. Ah. Du Film. Film im Kopf, Alter. Wieso so? So zoom ich nicht nochmal ran. Was ist da? Short. Inside Film, this. Bla bla bla. Jaime. Jaime. Yama. Ah, Mama wird endlich entlassen. Hablo español. Jaime. Llamaron hospital. Mama en casa el domingo. Ja, llamaron. Die haben das verlassen und die Mama ist daheim. Domingo ist Sonntag. Bonnie. XX. Kuss, kuss. Also die sind, die haben das verlassen und kommen zu. Glaube ich jetzt. Hört man jetzt immer noch nichts? Ich hoffe, ihr hört uns wieder. Ansonsten melden. Ansonsten die Leute so. Also können sie ja nicht melden, wenn sie nichts hören. Naja, sie werden ja dann irgendwann schon sagen. Oh. Nein, die denken sich einfach so eine. Wir labern Busch. Was. Endlich. Wir sagen nichts. Endlich Ruhe. Okay, also ich habe da diese Kassette genommen. Dann sind die beiden da so und ich kann aber die Kassette nichts abspielen. Laut und deutlich. Laut und deutlich, sagt Moritz. Okay. Hm. Hallo, Linda. Ich wollte ja nichts sagen, aber ich bin einfach kein Fan davon. Hm, verständlich. Hm. Sie ist total besessen von Fre- Sollte ich mir Sorgen um Robert? Na, der Typ, mit dem sie gerade abhängt. Sind wir so ein eifersüchtiger so ein Boyfriend? Na, die sind nicht mehr. Nein, nicht, nein, das wir sind einfach weird. Besorgt, ja. Die kennen sich jetzt 5 Minuten. Die wird mich hoffentlich nicht nach sie 5 Minuten eintauschen. Sie ist so besessen von Frank Stone und den Morden. Das Wann ist einfach der etwas... Der ist schon die ganze Zeit da. Heftig. Nein, eigentlich nicht. Vielleicht, ja, weil sie nicht aus jeder Hilfe ist, aber naja. Ja, bei Query auch ist wir hätten Opfer sein ja. können. Oder unsere Familien. Waren sie aber nicht. Nee, das findest auch, dass es egal ist. Ich sage nicht, dass es egal ist. Ich meine nur, es ist einfach lange her. Und Chris freut sich, weil ein paar der Orte richtig gut in den Film passen. So wie dieser. Sieh mal hier. Jetzt, wo die Tür offen ist. Was ist das alles? Ich habe mir eine neue Szene überlegt. Auch geschrieben? Ja. Weiß Chris? Ich habe es Chris gestern gesagt. Oh, fand sie es gut? Wir drehen sie, wenn wir Zeit haben. Cool. Ich glaube nicht, dass Chris was von dieser Szene dieser weiß. Dieser Ofenraum ist der perfekte Ort. Der Aber Ofenraum. Ohne Chris' Recherche hätte ich nie davon gewusst. Sie hätten
Stein ist ziemlich krass. Ziemlich krass. Hoffentlich können wir es drehen. Danke, ich auch. Ja, ich weiß, der Ofenraum, Annika. Der Ofenraum. Oh. Wir werden sowas von hier noch wegrennen müssen. Ich sehe das Was jetzt ist schon. Was ist das, ein Bild von Frank Stone? Ah, das Datum. Ja. Oh, ja. Das ist Was? Das ist von vor den Morden. Bevor klar wurde, dass es Frank war. Es geht um das Stahlwerk. Eine Art Lobeshymne, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. Oh, was ist denn das? Bildunterschrift. Arbeiter Frank Stone, Maschinenhalle. Volltreffer. Maschinenhalle, hä? Da müssen wir drehen, das ist es. Das ist der Ort. Einfach perfekt. Also, Zeit zu gehen? Okay, Leute. Neuer Drehort. Zeit loszuziehen und zu drehen, was das Zeug hält. Los, los. Zeit ist Geld. Machen wir einen Film. Los, aber los. Aber die haben ja kein Licht, weißt du, das frage ich. Weißt du, haben die ja genug im Auto. Oh, jetzt kommt die Bonnie. Bonnie Tyler. Hm. Woran habt ihr kleinen Knalltüten denn gearbeitet? Hallo. Interessant. Ist auch so ein arges Wort. Knalltüte. Du. Hey ho, du Knalltüte. Ich muss mir ein paar Wörter merken. Yes. Knalltüte. Das ist Pen & Paper Abenteuer. Knalltüte. Ich knall dich gleich, du Tüte. Verehrte Gäste, ich präsentiere das Stahlwerk. Da waren sie doch eh schon drauf mal. Da ist es. Seht ihr den Bach da unten? Wenn wir dem folgen, kommen wir zum geheimen Eingang. Ich sehe ihn nicht. Ist ja auch geheim. Also ich glaube, ihr habt es gehört, Leute. Wir müssen das nicht tun. Doch, müssen wir. Bereit? Seid ihr bereit? Vier Überlebende. Achtung, Stolperfall. Ein Killer. Let's go. Wir haben 3 Stunden gespielt, um endlich loszulegen. Okay. Hier lang. Ja. Ich fühle es jetzt. Jetzt spielen wir wieder Chris. Nein, du bist jetzt dran. Nein, Chris spiele ich jetzt. Stand da gerade. Da stand da gerade groß und deutlich. Ich finde den Eingang zum Gulli. Einatmen. Wir müssten das nicht so dumm machen, ne? Dumm, sonst werden sie. Jetzt werden sie soft. Weich. Kaum zu glauben, dass wir gleich den Ort sehen, an dem Frank Stone Leute ermordet hat. Abgefahren. Entschuldigung, ich wollte... Okay. Von hier aus gibt's 2 Wege in den Gully. Einmal leicht, einmal schwer? Sie sind beide eher mittelschwer. Dann zeig uns erstmal mittelschwer 1. Robert. Tja, mittelschwer 1 führt über das Tor dort. Von da aus kommt man es gerade werden alle sterben, außer Linda. Aber da kommen wir der Route meines Dads ziemlich nah. Und Mittelschwer 2? Ja, sie drehen Mittelschwer 2 wäre die andere Seite zu nehmen, wo wir mehr Abstand zu meinem Dad haben. Aber das dauert auch etwas länger. Sind beide echt ziemlich mittel? Mittelmäßig. Also, wo lang? Das ist auf Englisch sicher lustiger. Wo gehen wir lang? Klettern oder überqueren? Klettern! Wir haben keine Zeit zu verlieren. Lasst uns das möglichst simpel halten und keine Zeit verlieren. Genau okay, okay, wir müssen nur aufpassen wegen meines Dads. Werden wir. Ich find's cool, dass er das Shirt trägt. Rüber. Hui! Da hat's mir schon geschattert. Ja. Erstmal, mich hätte da keiner hochgebracht und zweitens, ich hätte es nicht hochgeschafft. Dein Dad kontrolliert das Stahlwerk echt jede Nacht? Das Solange ist ein Geheimnis. Früher fand ich das seltsam, aber... Mann, mach Platz, Linda! In meiner Kindheit war ein Gespräch sofort beendet, wenn jemand meinen Dad Held von Cedar Hills nannte. Er wollte doch auch kein Interview geben für die Reportage zum 10. Jahrestag. Vielleicht, weil das für ihn so verstörend war. War eine coole Schlagzeile. Das war unglaublich verstörend, mit Sicherheit, aber selbst schuld auch. Wie war der Titel? Der Mann, der Stone bluten ließ. Verdammt! Wäre das nicht ein guter Titel für einen anderen Film? Sie sagt, sie haben die Wurzelübel gefunden, die Quelle der Fäulnis, die die Stadt befallen hat. Sind das Reliquien zu allen Killern, die sind Dead by Daylight? Wir haben der Fantasie freien Lauf gelassen, umgesponnen. Cool. Vielleicht sollten wir lieber erst einen Film fertig machen. Absolut, ja. Erstmal einen Film, dann den Rest. Sie hat noch keinen Jumpscare bei diesem Durchzwängscheiß gegeben. Finde ich ein bisschen enttäuschend.
So, haben wir noch was? Ich glaube nicht. Okay, scheiße ich drauf. Ah! Also können wir es überall. Ein Stern geht auf. Ein Stern geht auf. Dankeschön, Stefan, für den Resub. Versteckt euch alle. Großes Herzchen. Dicker Sushi-Kuss. Warte, wir uns verstecken. Atem anhalten. Oh nein. Warum schaut er gerade da jetzt so auffällig? Wer? Hat da jemand? Jetzt da wer? Anna? Warum sollte ich ja sagen? Nein. Ich werde zu alt für den Mist. Ja, das finde ich auch, Bruder. Geh in eine Pension. Also, der so wird hier nicht nochmal vorbeikommen. Los! Los. Jetzt macht das. Was war das für ein Geräusch? Was hätte es darstellen sollen? So ein Quietschen. Ich liebe es hier. Mal sehen, was wir dort drin finden. Also, ich sehe da eine Kiste. Oder auch nicht. Schauen, was wir da drin finden. Wo ist der Gulli? Ich dachte, dass das Spiel nicht so lange dauern noch wird, weil... Wobei die Main of... Nein! Ah, nein, warte mal. Ah. Ich habe fix was liegen lassen. Weil die Main of Medan Sachen... Bist du denn sicher, dass wir hier sicher sind? Ich meine nicht, dass wir in irgendeinen Lüftungsschacht voll wirbelnder Ventilatoren fallen. Das Spiel hat ja auch nur 50. Das kann ich nicht versprechen, aber... Zumindest könntest du sehen, wie sie dich in Stücke häckseln. Ha. Lustig. Danke. Gibt's eine für jeden? Ja. Was ist da drin? Naja. Eine Palette, Taschenlampen, Leute. Mein Notizbuch, Stifte, ein paar Müsli-Riegel, 3 Regenmäntel, Erste-Hilfe-Set, Flaschenöffner, Sonnencreme, Campinggeschirr und Besteck. Gott, ist du der weißt lustig. Schon, dass das nicht der Appalachian Trail ist. Vorsicht. Ist besser? Schön mit Schützen. Tschüss. Spielst du es aber durch? Nein, also ich glaube, uns geht jetzt erst richtig los. Und es ist jetzt, keine Ahnung, wie 3 Stunden vergangen. Hat jetzt einfach das ganze Spiel gekauft, nur um es nicht zu spielen. Erzähl ich dir nach. Aber ja, der Robert richtig lustig. Robert! So lustig! Ah, Campingset und sowas hat er im. Wir sind unter dem Stahlwerk. Fast da. Na, weil so wie Robert, kennst du nicht? Beware. Hat dein Dad mir was von dieser Nacht erzählt? Night? Watch. Die Nacht, als er hier war? Man. Mit Frank Stone? Who are you? Nur einmal. Ah, Watchman ist. Ich war noch klein. This way eher ziemlich betrunken. Traveler. Auch wenn er sich nicht daran erinnert. Ich wüsste gern, was er durchgemacht hat. Was ist mit diesem Gast? Das verstehe ich. Er sprach nicht wie mit einem kleinen Kind. Oder wie mein Dad. Das aufheben. Ja, da ist eine Puppe, schau. Und es ist der Geist! Wer würde sowas hier lassen? Na gut. Ich habe das Gefühl, irgendwie haben wir noch gar nichts gesehen in dem Spiel. Ich war so, jetzt geht's endlich los, aber Leute, ich kann euch nicht versprechen, ob das jetzt endlich losgeht. Ich will Horror und Mord. Same. Da ist hier Gatsch drin in dem Sackerl. Was ist da mit dem Klettern? Menschengatsch? Ja. Wir wissen bis heute nicht, was der Menschengatsch war. Also, was genau, warum es gatschig war. Bist du deppert, das ist gruselig. Ah, ein alter Schlüssel. Ah, na, zum Glück liegt er da einfach. Shit. Gusshütte. Guschhütte. Guschhütte. Bibidi Babidi Gusch. Ich sollte zurück. Bin nicht so überzeugt von Lindas neuer Szene. Aber wenn ich die Regiekarte spiele, wird sie wahrscheinlich nie mehr mit mir sprechen. Was haben wir da? Gusshütte. Was haben wir da? Aber da müssen einige Leute schon ein bisschen reingegangen sein mit unserem Graffiti. Ja, ich glaube, dass sich irgendwelche Obdachlosen und
Hooligans und Punks und Taler Huns. Ich weiß nicht, was ein Taler Hun ist, aber ich höre, dass sie hier sind. Ja, ja, ja. Ich kann dir mal einen zeigen, wenn wir unterwegs sind. Also, ich wollte sagen, Taler Hun. Er zeigte mir seine Narben. In der Nacht hat er seine Schulter geschrott. Oh, die Schulter. Echt übel. Müsst ihr zuhören, erzählt die Geschichte. Hat sich immer noch nicht ganz erholt. Wird er wohl auch nie. Verdammt. Ich wusste nicht, dass es so krass war. Er sagte, er stand Frank Stone Auge in Auge gegenüber. Genau hier im Stahlwerk. Im Ofenraum genau genommen. Oh, oh wow. Belastend. Was hat er noch erzählt? Komm, erzähl das traumatisierende das Zeug. Er Dinge sah, die kein Mensch je sehen sollte. Oder wissen. Was bedeutet das? Immer wenn ich es ansprach, bekam er diesen Gesichtsausdruck. Und ich will ihn einfach nicht so sehen. Das ist ja auch tschüss. Tschüss, das war sicher nicht. Bin enttäuscht. Ich glaube auch nicht. Nein. Nein. Aber ich bin froh, dass du so ein gutes Verhältnis zu deinem Dad hast. Ich auch. Der zerstört gerade. Ja, würde ich auch sagen. Das ist das ärgste Vertrauensmissbrauch. So, ich schau nochmal an jeder dieser coolen, ob da auch irgendwas ist. Oh, schau, da habe ich hier das aufheben können. Seine Mütze! Das ist die Sam-Mütze! Unmöglich. Die ist aber gammelig. Die ist noch gut. Die schaut noch super aus. Nimm's mit! Ich kann's nicht mitnehmen. Habe ich jetzt auch mitgenommen. Ist ein Schwanz. Wo? Oh. Da? Nein, ein Pfeil. Nein, da, der Ball. Nein, das ist einfach nur. Da ist nur nix. Annika. Annika. Rebecca. Annika. Nearly there. Das klingt süß. Ja, ich hätte auch gedacht, dass das süß ist, aber ihnen ist einfach wurscht. Die wollen so eine malerische Route. Was hast du nach dem Abschluss so vor? Weiß ich noch nicht so recht. Im Gegensatz zu dir. Wieso gehst du davon aus? Ist es offensichtlich? Der Film? Deine Arbeit als Regie? Meine Arbeit als Regie? Sören? Ja? Ich wollte hier nochmal runterschauen, ob hier auch nichts ist, was ich irgendwie liegen lässt. Okay. Also, ist es offensichtlich? Der Film? Deine Arbeit das als Regisseurin? Das ist so viel besser mit den Dialogen auch. Und du? Willst du Polizist werden wie dein ganz Vater? Ganz ehrlich, das Spiel hat... Niemals. ...dass die Dialog abbricht und dann wieder weitergeht. Ich stehe auch auf Filme. Deshalb wollte ich euch helfen. Vor allem Horrorstreifen. Oh. Oh. Du magst auch Filme. Ich mag Filme. Vielleicht sollten wir mal gemeinsam einen Film schauen. Das klingt immer so... So, wie schon gesagt. Oh. Ich dachte, du magst einfach nur verfluchte Stahlwerke. Du glaubst wirklich, es ist verflucht? Du nicht? Hör schon auf. Oh, da hing was. Da hing diese Axt. Ja, ja. Eine Axt, nein, dieses... Ja, ja. Hopp. Da bist du ja durchgekrochen. Das wurde vielleicht verstopft. Das ist das da unten? Dann ist man da nicht durchgekrochen, oder? Nein, nein, nein. Nein, nein, das ist die Lulu. Ich glaube, wir haben da unten irgendwas übersehen, aber... ist mir jetzt wurscht. Ich glaube, das ist es. Das glaubst du? Last chance to turn back. Das sagt uns die ganze Zeit, geh da und dann... Ja, ja. Aber jetzt geh zurück. Da sind wir ja runtergegangen. Wir sind den ganzen Weg hier reverse. Oh, Breaker, hallo. Oh, hallo. Und hi auch an die kleine Schwester. Ja, oh, an die Liebe. Entschuldigung, stand da Liebe. Hi und schönen guten Abend. Genau, weil da sind wir runtergegangen, oder was? Gut. Mhm. Oh, Gott sei Dank. Ja! Robert, du bist ein Genie. Gute Idee. Mit dem Gully. Danke, Robert. Los, Leute! Es reicht mit dem Rumgestehe und Gequatsche. Noch eine Szene und wir sind fertig. Für eine depperte Szene, ganz ehrlich. Bereit, Jaime? Jetzt kommt ein Problem weg. Flucht auf Deutsch und sie redet ärgstes Spanisch. Ich muss noch immer dran denken, die Bonnie. Oh, oh, Leute, da kommt er. Da kommt er. Der Frank Stone. Und cut. Was sagst du dazu? Für mich passt das.
Ihr wisst, was das heißt, oder? It's a wrap. Wir sind fertig. Und das war der Drehschluss für Murder Mill. Saubere Arbeit, Leute! Der ist ja tot. Das ist immer alles. Oh. Er wollte auch eine Umarmung. Wir brauchen noch eine Szene. Missbilligen. Ich glaube, eine Szene fehlt uns noch, bevor der Dreh offiziell fertig ist. Was ist denn die letzte Szene? Also, Linda wollte eine Szene drehen, die unsere Geschichte mit mehr Leben füllt. Etwas mehr Leben also? Ja, damit kann ich arbeiten. Aber ihr spielt Bruder und Schwester. Bitte. Bei unserer Chemie? Glaubt uns eh keiner. Wo sollen wir denn die neue Szene drehen? Weil, ich habe tatsächlich schon eine Stelle im Kopf. Die sind Geschwister in dem Ding. Warte, was? Das soll jetzt eine Liebesknutschszene kommen? Ja, was mehr Leben? Warte, kommt jetzt eine Knutschszene oder eine Sexszene? Oder was passiert da jetzt? Vor allem, die spielen ja Geschwister in dem... In dem Film, ja. Also jetzt bin ich das auch ein bisschen... Das hat dann aber einen ärgsten Plot-Twist. Der plötzliche Inzwecht. Okay. Schau mal, wo das hinführt. Oh ja, das ist doch der Ofenraum, oder? Was meint ihr? Ich sage, wir tun's. Klingt gut. Oder das ist die Extra-Szene, die sie für OnlyFans dreht. Wenn man das extra Abo abschließt. Yo. Kommst du? Ja. Bin gleich da. Habt ihr was gesehen? Nein. Da war nichts. Sicher? Er wirkt etwas verstört. Was ist los? Nichts. Nichts, genau. Nichts. Nur, dass Reime einen Geist gesehen hat. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, ich bin nicht fünf. Alles gut? Ich glaube nicht an Geister. Jetzt schon. Ah, runter von mir! Runter! Runter! Seine Schwester. Nicht cool, Bonnie! Finde ich schon. Nicht cool! Nicht cool! Was machst du denn hier? Ich gehöre zur Crew. Wir brauchen keine Hilfe. Dann hänge ich hier ab und stehe euch nicht im Weg. Geschlossen. Hast du dein Shirt an, deswegen ich gehöre wohl nicht. Reime! Bonnie, ich glaube wirklich, du solltest jetzt besser Dad zu Hause helfen. Du hast doch eine Menge zu tun, weißt du, und... Und nur dafür bin ich gut? Nein, ich meine... Also ich würde sie helfen lassen, sie hat den Film gesponsert. Ja, Linda? Sie hat $20 gegeben. Kumpelhaft, entspannt. Von mir aus kann sie dabei sein. Was soll's? Sie kann ruhig mitkommen. Okay, cool. Ich bin absolut unsichtbar. Tut so, als wäre ich gar nicht da. Vielleicht kommen auch die Outfits zum Spiel in Dead by Daylight. Verhaltet euch, als wäre ich da, aber unsichtbar. Also ihr wisst, dass ich da bin und ihr macht keine komischen Sachen. Das wäre echt eklig. Okay, bitte. Bitte nicht. Okay, gut. Stehen wir hier bloß um oder drehen wir einen Film? Zeit ist Geld, oder? Pass einfach auf, dass du nicht störst. Wir haben noch eine Menge zu tun und... Hey, das ist vielleicht deine zukünftige Schwägerin, sei mal nicht so. Du meinst sicher unser Set. Boah. Also Chris, ganz schön unser... Hallo, ich komme hier nicht vorbei, mach mal Platz, danke. Da, gleich mal wieder in eine Kiste schauen. Warum sehe ich eigentlich immer eine Kiste, um zu sehen, wie viel ich nicht mitgenommen habe? Es geht mir auf die Eier. Mit diesen... Hier, du bist Kacke-Dings zu bekommen. Was steht da? Fear the Future. Ja, weil, weißt du, da gibt es diese Omniverses. Und alles viel. Meine Güte, was muss dir jetzt da eine... Hello there. Hello there. Hello, Snuff. Hast du richtig gelesen? Hello. Das ist jetzt beim Spiel. Hello there. Okay. Ah, jetzt schon. Kistensinn. Kistenspürsinn. Wo? Oh, da geht schon so weiter. Ich geh weiter, du musst ein anderes Mal sammeln. Ich will's jetzt sammeln! Hallo! Aber wo? Siehst du sie irgendwo? Da unten? Ja, ich glaube auch da unten. Oder maybe not. Wo ist sie? Nani! Das südlich nicht. Ah,
da drinnen, da drin. Ich muss da reingehen. Nein, da waren wir schon. Achso, aber. Da sind wir gerade, habe ich mich erfahren. Vielleicht ist das, was du gespürt hast. Achso, nein, dumm. Weil hier kommt es nicht mehr. Wenn ich hier hinten gehe, kriege ich es nicht. Es kommt erst hier. Da musst du wahrscheinlich erst reingehen. Vielleicht muss ich erst reingehen, ja. Okay. Werden wir sehen. Welches Buch? Hat Frank Stone was mit Frankenstein zu tun? Und falls ja oder auch falls nein, hast du das Buch gelesen? Ja. Also nein und ja. Also ich weiß, ja und ja vielleicht. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Er ist halt Frank Stone, aber jetzt wirklich Frankenstein-Charakter hat er bisher nicht. Alles okay? Nein, ja. Nur, ich gerade. Ja, nein, ja, nur, ja. An genau dieser Stelle stand mein Dad mit Frank Stone. Ich hatte immer ein Bild davon im Kopf. Aber jetzt, wo ich es mit eigenen Augen sehe, ich habe es damals gelesen im Englischunterricht. Penguin anders. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr... Ah, Herr Scharnick hat das recht gehabt. Klug. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so krass erinnern, dass ich jetzt sagen kann, boah, das und das und das war so gut oder... Schaffe ich es darüber? Nein. Wie komme ich an diese Kiste? Die andere Seite. Von der anderen Seite vielleicht. Mach mal eine Story. Aber ich glaube, dass ich es als Kind mochte. Als ich es gelesen habe. Da fehlt so ein... Ist die so ein zum Drehen? Ich finde auch, dass das alles in den 60ern ja war und jetzt sind, keine Ahnung, fast 20 Jahre vergangen und die sind immer noch so... Hässlich? Nein, es steht immer noch da. Achso, ja, warum soll die in 20 Jahren abgerissen werden? Naja, die sagen ja, Gott, es wird irgendwann abgerissen. Ja, warum tun sie so viel Zeit lassen mit dem, was da passiert? Ja, weil das dauert ja lange, sowas. Na, ja, die haben ja nicht mal irgendwas gemacht. Die haben ja, das kann ja auch sein, dass das war ja nicht nur, weil das passiert ist, können die ja trotzdem weitergearbeitet haben. Vielleicht ist das erst seit 5 Jahren stillgelegt oder so. Das wäre abartig, wenn das noch... Hä, wieso? Da ist ja sind mehrere Morde passiert. Ja, und deswegen kann man ja da nicht mehr arbeiten? Ja, ich meine, da ist so ein dämonisches Ding in der Mitte von... Das weiß ja keiner. Dass da ein dämonisches Ding ist. Mann, die war alle Lulu im Kopf. Lulu? Uns fehlt da vorne ein Teil. Ich brauche so ein Drehding. Ich fand es irgendwie nicht so gut, aber ich verstehe seine Signifikanz. Weil es halt auch mal eine Frau geschrieben hat. Frankenstein? Mhm. Frankensteins Monster. Mary Shelley. Glaube ich. Hoffe ich. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Blödsinn gesagt. Das wäre peinlich. Send help. Mann, siehst du da irgendwo so ein... Weißt du, wie nennt man das? Eine Kurbel. Aber wir müssen uns da sicher durchzwängen. Ich spüre das, ja. Linda einfach die coolste. Die will jetzt noch eine Inzest-Szene drehen. Mann, Mann, Mann. Ja, genau das wollte ich haben. Dankeschön. Damen und Herren. Wenn ich das jetzt spielen würde, hätte ich einfach eine Stunde mit verbracht, einfach das zu finden. Nein, ich glaube nicht. Nein. Und sie hat ein neues Genre erfunden. Gonna be. Horror? Das war wie man sich sexy Männer selber zusammenbastelt. Wie man sich sexy Männer bastelt. Das ist ärgerlich. Wie nennt man diese Romane da jetzt, diese ganzen Fantasy-Romane? Schmuddel, irgendwie sowas? Schmuddel. Tankstellen-Schmuddel. Ihre Hüften bewegten sich. Bla bla bla, tanzen. Sei ruhig. Ich bin eh ruhig, ich sag nichts. Schachtel. Hallo Schachtel. Verfaulte Ratte. 8 von 12. 5 Namen habe ich genommen. Und doch scheine... Was stand da noch? Und doch scheine? Und doch scheint Ratte der Schönste zu sein. Okay. Was ist unsere Aufgabe, nachdem wir das jetzt geschafft haben? Jetzt drehen wir hier die Szene. Okay, okay. Mit wem muss ich reden? Robert, Chris... Wieso muss die Chris eigentlich so... X reden. Ja, X reden. Ah ja, dann geht's weiter. Ja, mach mal. Mach mal weiter. Ja, okay, mach weiter. Du musst das Spiel nicht nochmal spielen. Ich muss ja dann nochmal spielen und alles einsammeln. Nein, müssen du schon nix. Ja, doch, mein innerer Monk verlangt's.
Das war Mary, ja. Wir machen ich frage Folgendes. Mich nur grad, hat sie das Keime, Original Chris, nicht unter ihr startet Pseudonym hier. Veröffentlicht oder nicht? Robert und ich folgen euch. Ich weiß nicht. Bonnie, du bleibst im Hintergrund. Mach bitte keinen Lärm, während wir drehen. Ja, Boss. Okay. Alle bereit für die Aufnahme? Licht bereit. Ein Ton Blick in die Welt läuft. Beweist, dass Horror nichts anderes Chris ist als bereit. Realität. Deep. Just Becky so, she just jetzt Becky. Ich muss kurz konzentrieren, weil jetzt kommt die entscheidende Szene, Leute. Und Action. Hast du mir noch irgendwas zu sagen? Das ist deine letzte Chance. Ja, eine Sache habe ich wirklich. Tu das nicht. Ich muss aber. Nein, gar nicht. Du weißt, dass es nicht wahr. Nun, vielleicht wär's leichter mit jemand anderem. Wen gibt's denn sonst? Das ist nicht fair. Das hat niemand gesagt. Ich hab schon Mom und Dad verloren, jetzt nicht auch noch dich. Wer ist denn jetzt unfair? Ich bin aber nicht egoistisch. Egoistisch? Ich tue das für dich. Ich tue es für unsere Eltern. Das ist wirklich sehr emotional. Wenn ich das schaffe, könnte ich Mom und Dad vielleicht noch retten. Das ist unmöglich. Nichts ist unmöglich. Irgendetwas scheint hier nicht zu stimmen. Vertraust du mir? Ich... Vertraust du mir? Ja, natürlich! Du weißt, ich muss es tun. Das ist eine sehr... Und cut! Das ist eine sehr idiomatische Geschichte. Das war krass! Total, genau das hat uns noch gefehlt. Wie war das Licht? Es war super, danke. Habt ihr dieses komische Ächzen ganz am Schluss gehört? Nein, aber Ruxo. Keine Sorge, wir oh, überarbeiten danke den Ton später noch. Danke schon wieder, großes Herzchen, dicker Sushi. Wie war ich? Raus. Danke, 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 danke. Ja, Heime, das war perfekt. Ich fand es auch sehr gut. Die Kamera. Heime, das war perfekt. Meinst du echt? Das war alles, was wir für die Szene brauchten. Ja, ich finde auch. Alles okay? Ja, irgendetwas scheint hier nicht zu stimmen. Okay. So klang ich aber bestimmt nicht. Ich weiß nicht. War ziemlich auf den Punkt. Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Ich laufe auch nicht rum und mach euch Spinner nach. Also mich machst du andauernd nach. Mich auch. Und mich seit neuestem auch. Welch eine Ehre. Leute, das hat Spaß gemacht. War das wirklich okay? Ja, fast besser als manche Filme in New York. In einem ging es echt 5 Stunden um den schlafenden Kerl. Wow. Ehrlich. Bin beeindruckt. Die steht auf uns. Schau, wie sie uns anschaut. Hast du das gesehen? Die hat uns den... Die hat uns so alter den Ärger-Checker-Blick zugeteilt. Das ist eine meiner Mütter. Was? Meine? Ja, dachtest das ist meine du Mütter. Echt, ich merke nicht, was du da tust. Die Linda? Was tue ich denn? Du spielst nur deine eigene sinnlose Interpretation des echten Lebens. Ich verstehe nicht. Dein Leben zum Wohle deiner Schwester und deiner Eltern zu opfern, kommt mir bekannt vor. Erinnert mich irgendwie an jemanden, den wir kennen. Aber, wer kann das sein? Das ist nicht fair, Bonnie. Das hat niemand gesagt. Das hier soll Spaß machen. Ich will nicht, dass jemand sich schlecht fühlt. Immerhin bin ich nicht egoistisch. Egoistisch? Jetzt komm mir bitte nicht so. Was? Willst du mir nicht erklären, wie toll es von dir ist, mit deiner Freundin diesen Film zu drehen, während ich mein ganzes Leben umwerfen musste? Für dich und Dad? Ohne dich waren wir besser dran. Ich würde auch sagen, willst du mal mit rauskommen, Bonnie? Komm ein bisschen hier allerdings bringen. Patrick, vielen hey, Dank für den Bonnie, Resub. Großes kannst du Herzchen. Kurz mit mir rauskommen? Dicker Sushi, ich brauche mal deine Danke. Hilfe. Ja, klar. Meinetwegen. Ein bisschen die Situation entschärfen. Und wie war das so schön? In einem Horrorfilm muss man sich aufteilen. Sonst ist nicht richtig. Ihr könnt da rück ein bisschen Sub-Hype machen, ja? Und schon wieder ein Hype-Train, der sich anbahnt, weil ihr heute so krass mit den Subs reinhaut. Ja, heute wirklich. Wirklich, wirklich vielen Dank. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal also, so viele Subs ich, waren. Ich wollte dir nur sagen, wie toll ich es fand, den Film mit dir zu drehen. Ich auch. Ich meine, oh, Bits auch noch mit dir. Dankeschön, Aska. Auch mit mir. Du weißt schon. Dankeschön. Ich finde, wir sollten das feiern. Den Moment zelebrieren. Okay, wie? Also, ich weiß nicht, ob ich schon bereit bin, die Korken knallen zu lassen. Aber der Film ist fertig. Er ist im Kasten. Der Dreh ist fertig, ja, aber wir müssen das Ganze immer noch an den Mann bringen. Schneiden.
Nein, so an den Mann. Okay, klar. Wir sollten diesen Ort erkunden, solange wir können. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Nach Hause. Wenn wir noch was filmen könnten, das direkt mit Frank Stone in Verbindung steht. Zum Beispiel etwas, das er zurückgelassen hat. Davon sind die Leute sicher begeistert. Auch mal den Moment zelebrieren. Wir sollten zu dem Ort aus dem Zeitungsartikel gehen. Bumsen. Zur Maschinenhalle. Ich dachte auch. Hey, Chris. So, da will ich nicht entjunkelt werden. Wie sie gesagt hat, Korken knallen lassen. Aber ich will sagen, ist das jetzt ein Synonym für zum Bereitmachen der Kamera? Heilige! Was siehst du da? Etwas Gruseliges. Schwer zu beschreiben. Lass uns versuchen, etwas aufzunehmen. Konzentriere dich auf das seltsame Objekt zum Filmen. Okay. Wow! Was für Drehen? Das ist ja mal was. Oh. Was auch immer das war, es wird im Film richtig super aussehen. Okay, das war irgendwie random gerade. Ich weiß nicht, was ich da jetzt genau nicht gemacht habe, aber... Ob uns die Tür zur Maschinenhalle führt? Finden wir es heraus. Oh, ich will mal herausfinden, ob in diesem Spiel auch mal was passiert. Alter. Ich meine, ich finde die Stimmung schon cool, ja, aber bisher ist echt zart. Es zieht sich. Also es zieht sich einmal wie so ein Kaugummi, das Ganze. Ach. Der Horror an dem Spiel ist ja Inhalt. Das ist fies. Ist schon, also wie gesagt, ich finde es schon geil, dass halt in der Dead by Daylight Welt spielt. Die ganzen Anspielungen und sowas. Das ist schon cool, ist schon ein arger Fanservice, aber boah. Mein Dad würde mich umbringen, wenn er wüsste, wo ich gerade bin. Ich bin froh, dass ich es mit mir euch spiele. Mir die Gliedmaßen einzeln ausreißen. Ich dachte, also, der Sheriff bellt nur und weiß nicht. Aber halt, dass ich es am Stream spiele, weil ich glaube alleine, ich hätte mich todesgelangweilt. Dann tut er beides. Findest du es nicht so ist halt lustig, weil ich so meine Gedanken teilen kann. Stimmt Trash Talk machen. Ich meine, das war schon immer. Ja, das, das Crash-Talk hier. Mir war gar nicht klar, dass das schräg ist, bis ich alt genug war, um mitzukriegen, dass all seine langen nächtlichen Spaziergänge ins verlassene Stahlwerk führten, wo er einen umgebracht hat. Vielleicht kommt er deshalb an den Ort des Geschehens zurück. Vielleicht hilft ihm das ja. Ans Ort des Geschehens? Ich glaube gar nicht, dass er überhaupt so Hilfe will. Was meinst du? Es... Das irgendwie bitte... Ah! Das ist der Clown! Sind das immer Clowns? Oh Gott, sogar mit der Lache, die ich anhab, oder willst du es wissen? Ja, nein, da habe ich den Skin, den ich trage, ist ein rosaner Elefant. Dann habe ich auch so eine Nase. Ich so ach ja, unkonventionell. Na, die Revi gibt Geld für Skins aus. Wie, Akupunktur mit den Nadeln? Nein, nein, du meinst doch nicht so okkulten Kram. Oh, da oben ist eine Kiste. Hey, ich hätte nichts sagen sollen. Hast du aber... Ich will euch nichts Falsches in den Kopf setzen. Mein Dad ist voll in Ordnung. Basta. Gegenstand verwenden. Ja, Mann, zur Gusshütte. Was ist mit dem Hund? Oh, hä, wie kann der schon wieder schwach sein, Mann? Naja, du streamst seit 4 Stunden. Auf einmal müssen wir ihn verschieben. Gibt es in diesem Spiel auf einmal noch Tutorials oder was? 4 Stunden langes Tutorial. Zeigt uns an, hierhin verschieben. Jetzt kann ich klettern. Damit ich hier hochkomme. Ich nicht draufkomme. Juba, die hat aber. So macht die. Das kann ich nicht. Ich heute mit meinem lächerlichen 8-Liegestütz. Ich habe einen Plumps gemacht. Das ist ein soften Plumps gemacht, der war süß. Ich habe heute Liegestütz bei Alex daheim gemacht. Weil ich so getönt habe, ja, ich schaffe 10. Aber ich hatte ultramotiven Muskelkater vom Training. Also ich habe gestern Brust trainiert. Und dann musste ich hier trotzdem Liegestütz machen. Und ich finde dafür... Oh nein. Ich bin immer so schlecht. Das muss sich balancieren. Das ist urbreit, der Balken. Geh einfach normal. Sei nicht so. Bin ich aber. Oh nein, hätten wir es noch... Nein! Ah, aber pass auf, wir können da die Leiter runterlassen, oder? Oh, Gott sei Dank. Das ist der Shortcut. Weil ich habe jetzt erst gesehen, dass wir das hier noch verschieben müssen. Da war ich wohl nicht so Pro-Gamer gerade. Der Controller ist fast leer wegen der ganzen Action in dem Spiel. Ja?
Die Rebbe gibt auch Geld für Lokana-Karten aus. Das stimmt. Wo steht das? Die Rebbe. Das hat's noch geschrieben, weil du Rebbe gesagt hast. Die Rebbe gibt Geld für Skins aus. Rebbe mit Doppel-B? Rebbe. Rebbe. Frank betont das E immer. Das heißt Rebbe. Die Rebbe. Es wäre ein Doppel-R-E. Rebbe. Das ist so deutsch. Rebbe. Aber es ist Doppel-B. Rebbe. Rebecca. Rebbe. Das ist voll, macht voll Sinn. Rebecca, Rebi. Rebecca, Rebi. Ich will immer R3 zum Dings laufen spring. Klicken. Spring. Ich springe. Oder warum springt sie so? Ich wäre tot. Spring. Ich glaube, sie springt. Ja, du wärst am Boden. Sie springt. Ja, ich nehme sie eh. Nehm. Mann, schrei mich nicht an. Was passiert? Sie sagt mir, dass ich nicht versagen darf. Die schillernde Klinge. Was sind das für Quotes immer? Ich habe keine Ahnung. Wo sind unsere Dead by Daylight hier Veteranen? Analysten. Ja, richtig. Das ist echt schon ein langes Kapitel. Was ist das? Kapitel 5? Wo ist der Mörder? Ich möchte Matsch haufen. Die Annika bleibt nur noch bis 11, liebes Spiel. Komm jetzt. Gib uns. Ja, aber die Annika bleibt nur bis 11. Ja, ich verstehe schon. Das ist wirklich blöd. Sonst müsste ich zu einer Tankstelle fahren. Ja. Muss ich Tankstellen? Gefährlich. Wer schlaft dann in den Dienstag um 10? Leute, das ist es! Das ist die Maschinenhalle! Das war eine Maschinenhalle. Da ist das Foto entstanden von dem Frank, wie er da sitzt und arbeitet. Heilige Scheiße. Tatsächlich. Mann, Chris, du weißt echt, wie man das coolste Zeug findet. Ey, was ist das? Auf jeden. Super, Chris. Schauen wir mal, was wir hier finden. Gleich beide so. Ja, super, ja. Chris, du bist so toll. Glaubst du, wir super. Finden, dass das die Polizei übersehen hat? Die sind doch ziemlich gründlich. Nicht immer genug. Sieh doch nur. Der Zug? Ja. Ja, in dem Artikel. Das ist die Notbesetzung. Wir arbeiten alle für drei. Ich bin der Einzige, der noch weiß, wie man manche Maschinen bedient. Das Walzwerk, die Schneiden, das Gütertransportsystem, sagt Frank Stone. Wenn nur noch Frank wusste, wie das Gütertransportsystem funktioniert und das hier immer noch hängt, wurde es bestimmt nicht durchsucht. Nicht gründlich. Ah, macht Sinn. Was? Ich glaube nicht, dass da Leichen drin sind. Kann aber nicht schaden, nachzusehen, oder? Was? Falls man da überhaupt draufkommt. Im Gütersystem wollen sie nur... Wir finden einen Weg. Los! Ich weiß nicht. Die schillernde Klinge ist das Beil der Jägerin. Ah, na schaut. Da sind sie, unsere Dead by Daylight-Veteranen. Das heißt, die Annika hatte von Anfang an recht. Hatte ich? Ja. Mit was? Dass die Reliquien, die wir, diese kleinen Anhänger, die wir da finden, haben was mit den Killern zu tun aus dem Spiel. Ja. Aus Dead by Daylight. Ich habe nie Dead by Daylight gespielt oder sonst was. Ich kriege immer nur so ein bisschen was mit von der Rebbe, aber ich habe das Gefühl, ich habe auch, wie du gesagt hast, ah, das ist der Clown. Und ich war auch so, vor dir war ich noch so, der Clown. Einfach nur irgendwas, habe ich gesagt. Also, ja, es ist halt ein Clown, aber da könnte doch der. Ja, es ist aber der Clown. Der Heinzi sein, was? Der Heinzi-Clown. Ich schon mal ein Heinzi, nicht, Heinzi, der Heinzi. Clown heißt. Das war sehr, sehr simpel. Sie schaut meine Dead by Daylight-Videos nicht, ja. Eigentlich schaue ich sie, oh ja. Actually hat sie heute das geschaut, ja. Stimmt. Ich habe jetzt als Feedback bekommen, vielleicht dass ich... Vielleicht ist da was Nützliches drin. Schlüssel! Oh, ja. Wir machen wieder den Zoom. Zoom-Blick. Wer kennt ihn nicht? Den Zoom-Blick. Ist halt echt so. Ja, das ist irgendwie so. Ah, ja. Es ist einfach warm. Es hat einfach kein... Es hat schon ein bisschen abgekühlt jetzt. Seitdem ja, ich merke, mein Leben ist schon seit einiger Zeit wieder zurück, aber es gab da vor 2 Stunden mich da gesessen. Sieh nach, was Robert gefunden hat. Ich möchte nicht schauen, was Robert gefunden hat. Ich will erstmal schauen, was ich gefunden habe. Oh nein, Leute, ich weiß, was er gefunden hat. Den Gatschhaufen. Nein, einen Generator. Wir reparieren jetzt einen Generator, um ein Tor zu öffnen. Ah! Wirklich? Karl liebt die. Komm, reparier, oh mein Gott! Kaputt? Oh mein scheint was so. Was ist das? Ja. Ein Generator. Lass mich mal sehen. Ich bin Generatoren-Spezialist. Bestimmt sind auch diese typischen Reparaturgeräusche.
Hey, kann ich dich was fragen, Mann? Klar. Darf ich deine Freundin Warum habt ihr mich nie wegen eures Films gefragt? Weil du dich denn so broke bist? Naja, es ist Chris' Film. Sie entscheidet, wer mitmacht. Ja, aber ich meine, ihr wisst, ich bin auch ein großer Horrorfan. Ich hätte euch von Anfang an helfen können. Oh, es ist nicht... das war nicht, Nicht was? Wir drehen einen Horrorfilm, ja, aber... Naja, es ging darum, dass ich und meine Freundin und meine beste Freundin was zusammen machen. Nur... Wir drei. Oh. Also... Bin ich einfach im Weg. Sei keine Drama-Queen. Ja? Er hat ja gerade gesagt, meine Freundin und meine beste Freundin. Du bringst, du verbringst zu viel Zeit mit meiner Freundin? Nein, mein Gott, wir machen doch nicht einen auf so ein fragiles männliches Ego. Also der tut sich jetzt ein bisschen reinsteigern. Okay, es ist so. Ich habe die ganze Nacht versucht, ein paar Minuten allein mit Chris zu reden. Und das war nicht einfach. Du bist doch bloß genervt, weil Chris nicht mit dir abhauen und rummachen will. In dem Unterschlupf des Mannes, der mich fast zur Waise gemacht hätte. Das habe ich nicht gesagt. Ich kann nichts dafür, dass sie mehr an die Arbeit denkt als an dich, Mann. Oh, jetzt hör doch auf! Was geht, Party People? Wie eskaliert der Robert das jetzt? Beide eskalieren das gerade. Die Tür da drüben braucht Strom, damit sie aufgeht. Da drin war ein Schlüssel. Hast du, aber wir haben Kontrolle. Vielleicht ist er nützlich? Könnte sein, ja. Läuft der Generator? Nein, der ist leider komplett hinüber. Ich kriege ihn wieder hin. Muss nur ein paar Teile zusammensuchen, dann schnurrt er wieder. Dann suchen wir doch mal. Das ist so random. Wüsstest du, wie man einen Generator repariert? Ich meine, vielleicht wissen das die 80s-Kids, weil die halt Sachen reparieren mussten, aber finde die nötigen Teile zum Reparieren. Da war es, yes, könnte für den Generator passen. Diese eine Schraube. Das Geräusch auch, das ist auch wie bei Deadman, wie wir es gefunden haben. Oh. Du kannst aber einfach den Stream auf dem Handy anrufen, über das Autoradio werden. Ja, super. Ich sollte vielleicht... Ja, nein, du sollst nicht schauen, du sollst wie einen Podcast hören. Und dann hört der ganze Blut. Unser Vater um diese Uhrzeit. Er hat uns ein Reel geschickt auf Instagram. Ach. Okay, während du R2 gedrückt hältst, um den Generator zu reparieren, ich habe das Gefühl, wir sind immer noch im Tutorial. Das sind Fähigkeitschecks. Ich habe nicht gelesen. Alter, ich drück so früh. Alter, als ob. Fähigkeitencheck? Ich hab Fähigkeiten. Also ich muss das so früh drücken, damit man in das... Recht, also. Deshalb ist der Vorhang schon so gut. Ja, das Weiß ist perfekt. Aber ich musste. Jetzt habe ich genau beim Weißen gedrückt, weißt du? Aber ich muss schon vorm Weißen drücken, damit es im Weißen landet. Frech. Frech. Alter, wir reparieren den Generator endlich! Hat mich auch nur 5 Stunden in diesem Spiel gedauert. Gut gemacht. Dankeschön. Danke. Ja, das ist etwas Skill-Issue. Nein. Hast du Blutpunkte für die Fähigkeitschecks erhalten? Ich glaube auch nicht. Nee. Sachkenntnis ist ein schönes Wort. Geht's doch bitte einfach nach Hause, Junge. Nein, Salamons. Jetzt, wo wir Strom haben, geht sicher auch die Tür auf. Drücken! Ja! Auf der Gamescom durften die Leute auch immer einen großen roten Button klicken, ohne dass sie Angst haben mussten. Bei uns auf der Bühne bei PaySafeCard. Das hat nämlich unser Spiel gestartet. Ah ja, ich glaube, wir müssen mit diesem Kastel da oben rein. Das fühle ich. Verschlossen. Vielleicht gibt's noch einen anderen Eingang. Ja. Yeah. Ja, ja, ich mach schon. Ich mach schon, meine holde Maid. Verzage nicht. Siehst du, wie ich hier für dich klettere? Ich glaube, René würde auch für mich klettern. Ich würde ihn fragen. Ich frag René, ob wir... Ich komme mal, wie weit er... Warum habe ich jetzt eigentlich keine Taschenlampe? Ich frage, ob René auch einen Film mitdrehen will, wo wir Geschwister spielen. Das klingt immer so, als würde ich mein Gott, weißt du das... René und ich, wir waren auf dem Mittelalterfest, da haben wir Leute getroffen, nicht, die uns dann auch gefragt haben, ob wir Geschwister durch die Dachschächte kriechen. Das ist echt schon lange nicht mehr passiert.
Und René wollte eigentlich... Und dann wollte René eigentlich wieder diesen Dings bringen mit so, ja, und mich dann küssen. Ja. Ja, aber ich habe dann leider schon zu schnell gesagt, nein, wir sind ein Paar. Ich möchte nur sagen, dass die Rebecca und ich Geschwister sind. Wir sind okay. Geschwister. Was haben wir denn? Ja. Ja. Gern Sappen für Annikas Vignette. Aber da muss man ein bisschen öfter sappen als einmal. Hm. Vielleicht öffnet dieser Schlüssel den Waggon. Okay, soll ich jetzt warten, bevor ich den Waggon öffne? Ich kann schon kennen. Was ist jetzt passiert? Ja, es kommt lauter lustige Geräusche. Und der Pixel schaut auch. Komm her, Pixel. Hast du einen Schlüssel? Ja. Yep. Da ist dein Etikett drauf. Kein Bock. F. Stone. Oh nein, es ist der Schlüssel von... Das könnte eine Frank echte Stone. Spur von Frank Stone sein. Oh Mann. Ich dachte, sie wäre deine Assistentin. Oh, probieren wir doch mal den Schlüssel beim Waggon. Wer ist die Assistentin? Du, ja. So wie die Madison für die Linda. Voll die unnötige Assistentin, was meine ich? Assistieren. Assistieren im Blödreden. Gonna be dead by daylight, gonna be. Begib dich nach oben zum Zug. Was für ein Zug, was für ein Waggon. Was ist das hier überhaupt alles? Ich check überhaupt nicht diese Zusammenhänge von all diesen Maschinen und Geräten. Wir müssen nach oben. Ich weiß auch gar nicht, warum. Achso, die waren schon im Büro, gell? Ja, ja, was? Die waren im Büro. Wir waren schon im Büro. Jetzt haben wir den Schlüssel, damit wir hier den Waggon aufsperren. Und jetzt klettern wir nach oben, um zum Güterzug zu kommen. Oder so. Der da runtergefallen ist oder so, keine Ahnung. Weil wir hoffen, dass wir da irgendwelche Überreste von Toten finden, von Frankie. Frank Stone. Mhm. Mhm. Reden. Fliegt der Waggon? Nein, nein, der hängt da so. Ich habe auch keine Ahnung, wieso. Ja, da will ich jetzt aber nicht drauf springen. Na. Natürlich springen die darauf. Bist du sicher, dass du das machen willst? Befehlend, ich gehe vor. Wir sind cool. Ich zuerst. Noch mal hier. Ganz einfach. Eins, zwei, drei. Tja, wenn das so einfach ist. Boah, der Disrespect. Der stürzt. Natürlich. Nachts. Hab dich! Oh. Puh. Danke, Mann. Das wäre kein angenehmes Ende gewesen. Ich hätte das nur ungern deinem Dad verklickert. Es wäre ein noch unangenehmeres Ende gewesen. Yo, schau mal. Yo. Wow. Direkt durch die Wand. Hä? Ich check gar nichts. X reden, Y schubsen. Was in der Hand? Oh, was zur Hölle? Oh, Scheiße! Verdammt! Ist das ein... Ja. Und es hat Freunde. Spätestens jetzt. Tschüss. Jetzt schnell filmen und das dann weg. Ist Wahnsinn. Wahnsinn! Ist es noch gut? Kann man es noch essen? Da kannst du es nehmen. Erkunde das Versteck. Ja, ich sehe es. Ein Notizbuch. Des Maschinenschlossers. Oh. Wer sind die anderen Leute? Parker, no want to get loose. Feel every blow. Parker, die will nah ran. Jeden Schlag spüren, ihre Schreie hören. Kessler, diesmal aber richtig. Bessere Kontrolle. Für den Hals kleine Schnitte sauber halten. Ihre Angst schmecken. Die Leute, die er getötet hat. A Creature Forge. Ist cool, die Maske. Ja, ich finde die Maske auch ziemlich cool. No, not what. Also, ein Wesen geschaffen, um die Welt zu säubern. Nutze, was du hast. Nein, nicht, was ich nachts sehe. Schrecken verbreiten. Schneiden und richten. Mhm. Mhm. Eine Luke. Dem Buch mehr so Horror als Stone rein und rausgekommen sein. Nein! Oh Gott. Warte mal, da müssen wir jetzt schauen. Dass wir erst nicht überprüfen. Polizei hat das anscheinend nie mit Stone in Verbindung gebracht. Freunde vom Mord aus. Nachdem mehrere Tage gemutmaßt und spekuliert wurde, gab Sheriff Lloyd Kussisch gestern Abend bekannt, dass die Polizei
Okay. Zusammenfassungsspiel bitte. Okay, jetzt gibt es mir keine Zusammenfassung von dem ewig langen Zeitungsartikel. Was haben wir hier? Hat sich wohl gelöst, als die Fracht runterkam. Die nehmen wir natürlich nicht in die Hand. Die Hand. Aber jetzt haben wir uns, glaube ich, alles angeschaut, was hier zu sehen war. Sorry, aber wenn ich da einen Brustkorb sehe, hängen. Schauen wir mal, was da drin ist. Ein Kopf. Die Polizei das noch nicht so konfisziert hat damals. Was haben die da nicht geschaut? Dann? Oh! Fuck! Was ist? Oh! Verdammt! Sie war wohl eins von Stones Opfern. Sie wurde nie gefunden. Ja, weil die da liegt. Ich glaube, die Polizei hat das hier nie gefunden. Woher weißt du das? Sie hätten den ganzen Kram nicht einfach hier gelassen. Oh, Common Sense. Tut mir leid, Mann. Ich muss jetzt echt meinen Dad holen. Was? Das ist echt ernste und heftige Scheiße, Mann. Du kannst jetzt den Sheriff nicht holen. Ich mein's ernst, wir sollten hier echt nicht mehr sein. Robert, lass mich die Falltür! Warte. Worauf denn? Durch die Luke. Chris, ich weiß, wie wichtig euer Film ist. Aber das alles hier ist jetzt Teil eines echten Mordfalls. Hä, der ist doch ewig her. Aber es gibt keine Verjährungsfrist für Mord. Und das bedeutet, wir verfälschen gerade Beweismaterial. Willst du das wirklich? Aber der Film hat sich erledigt. Ich dachte, du wolltest... Robert hat recht. Er sollte zum Sheriff. Wir haben, was wir brauchen. Aber... Geh. Hä? Ja, nur geht's doch einfach. Rühr hier bitte nichts mehr an, okay? Der steht, bis er allein geht. Er haut jetzt durch die Falltür. Das ist das... Da, durch die kommt man immer. Wir sollten von hier verschwinden. Das durch... Vielleicht steht er nicht, weil er eine Falltür... Ja. Okay, kommen wir durch die Luke. Der Name, den du nämlich liest, ist nämlich die Stimme hier. Was wir vorhin gerade gesagt haben, weil ich noch meinte, ob das die Stimme von Rike ist im Spiel. Und wir uns nicht, also... Ach so, Synchronsprecherin. Mhm. Oh, das? Mhm. Cool. Hallo. Gab's viel zum Reden. Ja. Weil die redet echt viel, die Chris. Vielleicht sollten wir draußen warten, bis Robert zurückkommt. Nein. Wurscht. Beweismaterial. Ja. Meinst du, das zu bewegen ist eine gute Idee? Ich brauche unbedingt eine Aufnahme davon. Ah, das da. Ja, aber das ist Beweismaterial. Niemand kann beweisen, dass wir das vor dem Dreh wussten. Glaubhafte Bestreitbarkeit. Ich glaube, das meint was anderes. Ich sag nichts, wenn du nichts sagst. Du checkst nicht, worum es geht. Du checkst nicht, worum es geht, Chris, Mann. Du nein, Chris war doch total besessen von diesem Film über Frank Stone, seit du von ihm weißt. Ja, wir machen keinen und? Liebe mehr. Und es fühlt sich nicht mehr an wie unser Film. Nur wie dein Film. Wir drehen diesen Film zusammen. In letzter Zeit machen wir fast gar nichts mehr zusammen. Ich mach nur Schluss. Nur wir zu zweit. Heimer. Every time I turn around, there you are with Robert. Auf einmal ist Englisch. Wir sind jetzt allein. Ich sage gerade, ich die ganze Zeit, ich das denke ist so immer gut, an, auf einmal ich und Robert. Kommt die Englische Leine. Du hast Linda gefragt, ob sie beim Film mitmacht. Wir brauchten Hilfe. Und sie ist eine Freundin, so lernt ihr euch auch mal kennen. Nur, manchmal fühlt sich's an wie eine Verschwörung gegen mich. Stimmt nicht. Wir sind nicht gegen dich. Fühlt sich so an? Ja, aber es stimmt nicht. Erzähl mir nicht, wie ich mich fühle, Mann. Hör mal. Okay, das ist geladet. Ich hab angefangen, dich zu daten, weil wir Spaß zusammen hatten und dieser Film echt Spaß gemacht hat. Aber das... Das hier macht keinen Spaß mehr. Also... Mach dir jetzt Schluss? Was meinst du damit? Ich will sagen, wenn wir keinen Spaß mehr haben, dann sollten wir vielleicht keine Beziehung mehr führen. Chill mal, du bist in so einem Haunted House Mörderfall. Was ist los? Ich will, dass unsere Beziehung funktioniert. Ich werde dich nicht umstimmen. Mach hoffnungsvoll. Hoffnungsvoll, oder? Ja, ich finde auch. Komm, kämpfe für sich, Heime. Ja, das ist jetzt ein bisschen... Chris, ich weiß, es war zuletzt nicht so einfach. Tut mir leid, wenn ich etwas ängstlich war und so, aber ich will... dass unsere Beziehung funktioniert, weißt du? Ich finde das schön. Ich weiß, das geht. Sie weiß mein Verständnis zu schön. Ja! So macht man das. Das Shame und Christus. Ich habe das beschlossen. Scheiße. Jetzt habe ich sie beide... Die Hand macht natürlich gleich so. Oh Gott, bitte nicht.
Und warten wir draußen. Wir haben jetzt Sex. Geh schon. Ich komm gleich nach. Perfekte Ort zum Schluss machen. Macht einfach keinen Spaß mehr. Mach mich mehr. Nicht eifersüchtig auf eine abgetrennte Hand. Ha. Sollte ich das denn auf tun? Auf eine abgetrennte Hand. Ah, Dead by Daylight Baby. Ich habe die Beziehung gerettet. So schaut's aus. Annika auch. Oh Gott, die bewegt sich sowas von fix. Ich will es gar nicht. Oh, der Kat, die Katze ist da. Nein, sie ist nicht. Oh, ich muss gerade schlucken. Oh Gott. Jetzt kommen sie alle. Oh, hallo Katze. Ja, ich war gerade. Oh nein, oh nein, oh nein. Und jetzt, Leute, jetzt wird er wieder belebt. Und jetzt geht's los, Leute. Jetzt kommt das Dead by Daylight, das wir alle erwartet haben. Wegrennen, kämpfen. Hä? Jetzt endlich Action. Was? Weiß nicht. Hat er sich jetzt bewegt? Ah! Oh nein! Geht. Wow! Oh, ja. Okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Fuck ja! Da schwebt jetzt alles. Oh Gott, Leute, jetzt richtig Schiss. Ist das auch so ein DVD? Dass sie so beschworen werden? Nein, nein. Aber ich assume das jetzt. Das ist ja vor, dass der jetzt genau sich wieder zusammenbaut. Der Entitus. Na, weil die das, die magische Kamera denen gegeben hat. Damit hat sie es aktiviert. Die ist ja alte Frau da. Sie fühlt es weiter. Sie hat noch vier. Was ist los? Was kannst du sehen? Wenn es mit diversen. Keime! Keime, rette sie! Oh Gott, ich muss nicht irgendwas klicken, ich werde so verkacken. Da ist auch der Killer. Der Frankie. Keime! Weglaufen oder retten? Helfen! Oder haben wir nur ganz kurz Zeit? Halt durch! Ich komme! Oder vielleicht bin ich auch einfach. Rennen sollen. Ich hätte rennen sollen.